Nachtmission mit Abwurf und Kurskorrektur. Das ist mal so hier in Tactical Maps mal vorgestellt, wie die einzelnen Kurskorrekturen aussehen werden. Geflogen bei 200 km/h. Ich habe es auch so eingezeichnet in der Karte, dass man das ganz gut sehen kann. Da ist die Abwurfzone und da wird dann gelandet. Für den Movie hier habe ich die Junkers 52 wieder benutzt. Kann die Container nehmen, man kann aber auch die Fallschirmspringer dann nehmen. Das ist für die Mission eigentlich unerheblich, was ich da benutze. Hauptsache irgendwas, was ich da rausschmeißen kann. Punkte gibt's eh keine, es wird alles nicht gewertet. Das ist auch nicht so wirklich wichtig dafür. Da geht's also tatsächlich nur darum, dass man dann halt auch dahin navigieren kann. Und wie gesagt, in 500 Metern ist dann halt die Wolkendecke, also wenn man den Altimeter-Referenzdruck umstellt, dann sieht man auch, dass man schon auf 90 Meter ist oder 93 Meter, irgendwie sowas. Und dann halt quasi noch diese 407 dann zur Verfügung hat und dann ist man in der Wolkendecke drin. Im Vorfeld natürlich mal ganz kurz checken, alle Automatiken aus, Radiator auf und diese Dinge, die man halt vor dem Start dann eben macht. Und dann hebt man ab auf dem Flughafen. Das schenken wir uns an der Stelle. Also ich werde jetzt hier nicht nochmal den Start zeigen, auch die Landung nicht nochmal zeigen. Man hat es gesehen. Man weiß, dass es halt alles so ein bisschen kniffliger ist. Wichtig ist auf dem Weg dahin, wenn man halt zu der Abwurfzone fliegt, nicht erwischen lassen. Das gilt auch für den Rückweg zum Flughafen. Da sind dann Flakscheinwerfer und sowas. Und wenn man da reinfliegt, dann wird es halt auch ein bisschen doof. Ja, dann fängt es halt mächtig an zu knallen von allen Seiten. Also von daher, wenn ihr die Dinger seht, macht einen Bogen drum. Kurs einhalten, fliegen, wie gesagt, wie ihr es macht, ob er da in die Wolkendecke reingeht, das ist eine Frage der Technik, ne, was man halt so kann. Und ob man halt in der Lage ist, dann diesen Blindflug zu absolvieren. Also ich bin schwerst dabei. Was auch richtig Spaß macht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt habe ich hier zwei Trigger gesetzt. Wenn man zur Abwurfzone kommt, der eine ist etwas weiter außen. Das ist also so der Moment, wo zum ersten Mal zwei Signalraketen gezündet werden. Farbe ist weiß. Die signalisieren mir die grobe Richtung. Und dann habe ich aber gemerkt in den ersten Tests, dass es nicht reicht, dass man in dem Anflug dann diese Abwurfzone wirklich zu schnell aus dem Blick verliert und habe dann nochmal einen anderen Trigger gesetzt, etwas näher dran, der dann halt nochmal zwei Signalraketen grün auslöst, damit man die Abwurfzone auch besser erkennt dann in der Nacht. Das hat sich auch einfach in der Praxis bewährt, weil man das zu schnell aus den Augen verliert. So, da geht jetzt quasi der zweite Trigger dann los. Ich fliege rein und dann zweimal grün noch, die geschossen werden in dem Intervall auch. Mit einem Zeitversatz. Hier unten sieht man jetzt die Stadt, über die ich fliege. Und da hinten, genau da jetzt, wo die Rakete hochgeht, da sieht man auch, dass da so ein kleines Feld ist. Also eigentlich ideal, um die Jungs jetzt hier rauszukicken aus der Kiste, was sie auch brav und anständig machen. Und schwupps, weg mit der Rasselbande. Ja, nachdem das dann erledigt ist, Kurskorrektur, und zwar so schnell wie es geht, eben damit man da nicht zu viel an Kurs und an Geschwindigkeit auch verliert in dem Moment. So, dann eindrehen, wie gesagt, auf dem Rückweg dann auch aufpassen, haltet euch von den Flakscheinwerfern, haltet euch fern, korrigiert euren Kurs. Und ja, wie gesagt, also in den Wolken ist man relativ safe, wenn man in die Wolkendecke reingeht, aber es ist halt auch, ja, schon sehr interessant, in geschlossener Wolkendecke zu fliegen. Ist, glaube ich, nicht so unbedingt für jedermann. Ja, das sind quasi drei Missionen geworden. Eine Langstrecke, eine Kurzstrecke
und diese jetzt hier. Tschüss.